600 2. Testa. Tutorial. Ich weiß noch, wie ich mit meinem Vater nach der Seuche trainiert habe. Er sagte, irgendwann kämen unsere Feinde. Die Klänge und Gerüche von Dunwall ändern sich nicht. Das ist meine Stadt. Welches Trainingsprogramm hat Vater wohl heute für mich? In Ordnung, Majestät. Zeig, was du kannst. Wenn ich schnell genug bin, kann ich darunter durchrutschen. Geschafft! Du musst sprinten, über das Hindernis hechten und rutschen. Ich muss über das Geländer hechten. Ich wusste, ich kann es schaffen. Was jetzt? Geht's nur mit Klettern weiter.
Könnte ich doch nur jeden Tag laufen und springen. Mal sehen, wie schnell ich zu Fuß bin. Komm zu mir. Ich muss hochspringen und die Kante greifen, um drüber zu klettern. Du hast gut aufgepasst. Mal sehen, wie leise du bist, junge Dame. Vater sagt immer, es ist wichtig, leise zu sein. Nein, nochmal. Ohne dass ich dich sehe. Hoppla, entdeckt. Bleib außerhalb meines Sichtfelds. Ich muss schleichen, um durchzukommen. Begib dich hinter den Feind, überrasch ihn und würge ihn bewusstlos. Das ist mein Mädchen. Mal sehen, wie leise du bist, junge Dame. Die Leute bemerken dich meist nicht, wenn du über ihnen bist. Geh in Deckung und versteck dich. Ich habe nichts gesehen. Mit den Worten von Corvo Atano verborgen wir ein Geheimnis, leise wie der Sonnenuntergang. Die Pistole lässt alle im Gebäude aufwachen. Deine Armbrust ist leise. Oh.
Zeit für weiteres Waffen- und Kampftraining. Dann verprügeln wir uns mal, ja? Na los, harter Schlag. Gut, das ist meine Tochter. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Gut. Blocke mit deiner Klinge. Gut gemacht. Mit dem richtigen Timing bringst du Gegner aus der Balance. Du bist schnell. Clever gemacht. Das hält selbst den niederträchtigsten Killer auf. Das Bewusstloswürgen funktioniert auch im Kampf. Mit einem Feind kannst du einen tödlichen Gegenangriff landen. Blocke, wenn dich jemand mit dem Schwert angreift. Blocke mit einer Klinge. Gut, wenn du auf dich selbst aufpassen kannst. Wenn es irgendwann Ärger gibt, bist du bereit für den Kampf.